Eine Rostovich? Bist du blind, du Sackgesicht? Siehst du nicht das Tektronika-Logo? Bin zum Kämpfen hier. Buck? Der bin ich, höchstpersönlich. Bei deinem Anblick wird mein Geldbeutel ganz feucht. Ich setze alles gegen dich. Bist ja ziemlich selbstsicher. Weißt du warum? Der Arm hier erfüllt Militärnorm. Titaniumknochen, Carbonfaser. Damit könnte ich ein Loch in den Panzer schlagen. Und? Bist du dabei? Oder tropft dir gerade das Pipi die Beine runter? Dieses Gewehr, das ist eine Grat, ja? Wo hast du das her? Kleines Andenken von meiner Dienstzeit. Warum? Nur so. Hab gehört, die Serie war limitiert. Gab nur 300. Vom KGB verteilt. Sieh an. Hab wohl einen Waffenkenner vor mir. Aber wir sind nicht zum Plaudern hier, sondern um Knochen und Chrom zu zertrümmern. Nimmst du mein Angebot an? Nein, ich will den Einsatz erhöhen. Hab doch gesagt, das ist alles, was ich hab. Leg das Gewehr noch drauf. Es sei denn, du hast Angst. Vor dir? Du kannst mir einen Scheiß anhaben. Deal. Mein Grad noch dazu. Mir nach. Bereit? Nicht zu viel Schiss, Häschen. Kann's kaum abwarten. Gefällt dir das? Lässt du dir gern den Arsch versohlen? Du bist ein echter Waschlappen. Komm wieder, wenn du eine Revanche willst. Gib's den tollen Sandsack ab. Nein,
Ich will den Einsatz erhöhen. Hab doch gesagt. Leg das Gewehr noch drauf. Vor dir? Bereit? Kann's kaum abwarten. Gefällt dir das? Lässt du... Reiches Maul. Na los, her mit dem Gewehr. Nur über meine Leiche. Auf ihn! Na los! Geht in Deckung! Ich mach dich alle! Ooh.
Oh, interessant. System best. Freak sporting military grade ice. Meaning that our tech isn't. Get to it! Was zur Hölle ist das? Thank you.
Komm schon, Baby. Claire? Unterm Wagen. Hey, Claire. Wie? Oh, ja, cool. Eine Sekunde, okay? Meine Bestie. Bier ist im Kühlschrank, wenn du willst. Danke. Also, warum bin ich hier? Ich brauche einen Fahrer. Dich zum Beispiel. Einen Fahrer? Und du navigierst? Nicht ganz. Dieses Rennen bestreiten Fahrer und Schützen. Und was bist du? Schützenkönigin oder Fahrschulabbrecher? Eher Motortunerin. Ist mein Ding. Außerdem schieße ich gut, fahre aber keine Rallyes. Ich hoffe, du hast es drauf am Steuer. Du machst das aber nicht zum ersten Mal, oder? Keine Sorge. Hab schon viele Runden gedreht. Und dein letzter Fahrer? Aufgehört? Kann man so sagen. Ist letztes Jahr bei einem Rennen gestorben. Tut mir leid. Okay, Claire. Du hast einen Fahrer. Okay. Es sind 4 Rennen. Das erste im Stadtzentrum. Danach kommt eins in den Badlands, dann Santo. Und das letzte in Watson. Hab auch ein Auto. Warum nehmen wir nicht das? Kommt drauf an, was es so kann. Hier geht's nicht nur um Tempo. Das wird viel, viel krasser. Keine Sorge, ich fahr keine Seifenkiste, okay? Dein Auto, meins. Du bist am Pedal, du entscheidest. Was springt dabei für uns raus? Die Ersten kriegen Geld. Wenn wir gewinnen, teilen wir 50-50, okay? Ab jetzt schon Gänsehaut. Wann geht's los? Es gibt eine Qualifikationsrunde. Die müssen wir fürs Finale abarbeiten. Und wie? Wir müssen in mindestens 2 Rennen unter den Top 3 sein. Treffen wir uns im Stadtzentrum. Ich schick dir alles. Wenn du übertunte Motoren heulen hörst, bist du richtig. Wir sehen uns dort. Nachmittag? Man meint ja, Konzerne und Gangs sind genaue Gegensätze, wie heiß und kalt, Feuer und Wasser. Dabei sind sie eher wie Yin und Yang. Zumindest in Hinterzimmern schrecken sie nicht davor zurück, miteinander ins Bett zu steigen. Ted Fox belegt. Das Gendashi militärische Implantate an die Six Stream Gang verkauft hat, die den Konzern im Gegenzug gefangen hat.
Hologramm. Eine Fata Morgana? Nein, Freunde, die Sonne scheint wirklich. Also stöpselt euch aus, geht raus und genießt das echte Wetter. Kommst du? Ich bin schon da. Super. Ich auch gleich, versprochen. Okay, cool. Bis gleich. Ah, Sekunde. Welches Auto willst du? Deins. Okay. Die Bestie schnurrt schon. Schon unterwegs. Bis dann. Was zum... Wann soll ich da sein? Okay. Hey, ich hab ein Bündel auf dich gesetzt. Verlieren gibt's nicht, klar? Guck mal, Samson. Frischfleisch. Wäre peinlich, gegen sowas zu verlieren. Chill mal. Der fliegt doch in der ersten Kurve raus. Was hältst du von denen? Von diesen Rotzombies? Was soll ich von denen halten? Ich zerfick die. Richtig so, Chupa. Hey, wie? Schön, dich zu sehen. Was hältst du davon? Wir machen eine Menge Konzernleute mit. Woher weißt du das? Gehörte mal dazu. Abends Dampf ablassen war wichtig. Entweder das oder Stress, Burnout und eine Freifahrt mit dem Traumateam. Schreibtischtote gibt's ja nicht, aber Sanitäter haben trotzdem alle Hände voll zu tun. Und wenn einer stirbt, hat das keine Folgen? Den Bullen ist es egal. Die stopfen nur Daten in ihre Unfallberichte und das war's. Eine Kugel im Kopf zählt also als Unfalltod? Auf manchen Straßen schon. Irgendwelche Tipps vorm Start? Schön den Fuß auf dem Gas lassen. Mein Job ist es, die anderen zu bremsen. Unterm Strich gewinnt der Schnellste dieses Rennen, nicht der mit der dicksten Knarre. Schnell fahren, alles klar. Oh, nimm diesen Splitter. Wofür ist der? Er zeigt dir die Route. Ohne wärst du so gut wie blind. Wir müssen alle Checkpoints erwischen, sonst sind wir disqualifiziert. Wenn du noch chillen willst, mach das. Ich bin beim Auto. Wann geht's los? Auf dem Splitter ist alles drauf. Wehe, du kommst nicht an einem Stück zu mir zurück, Schatz. Verstanden? Ich liebe dich! Letzte Wetten jetzt! Verpasst nicht eure Chance! Das erste Eliminierungsrennen! Alle bereit? Und wenn schon! Rückzieher gibt's jetzt nicht mehr! Schneid euch an, betet zu euren Göttern und fresst Staub! 3, 2, 1...
was für eine Show, Leute! Wir haben gewonnen! Erster Platz! Du klingst überrascht? Erster Platz! Ich bin nicht überrascht, es ist nur... Der erste Platz, ich weiß. Warten wir kurz an der Ziellinie, zur Sicherheit. Alles klar. Fährst du jedes Jahr mit? Ist jetzt mein viertes Jahr. Das erste habe ich gewonnen. Wer einmal dabei ist, kann nicht aufhören. Kann oder will? Wo ist der Unterschied? Machst du es für die Eddies? Den Sieg? Den Ruhm? Warum fährst du? Es ist, als wärst du besessen. Gewinnst du nicht gern? Doch, wer nicht? Siehst du? Genau wie ich. Und ich beende gern, was ich anfange. Also gewinnen wir diese scheiß Rennen. Das ist der Plan. Soll ich dich mitnehmen? Nein, ich komme allein zurück. Okay, bis zum nächsten Mal. Bis dann.